Yay, dieser Kurs wird bestimmt total toll. Nicht. Ganz bestimmt nicht. Ja, wenn man nicht startet, dann sowieso nicht. Richtig abgewürgt beim Starten. Wolltest du mich gerade auslachen für die Aussage? Oh. Teilnehmerurkunde. Immerhin. Okay.
kein Gold. Das war Bronze. Das war ja richtiger Schmutz. Aber das war wahrscheinlich klar. Mann, du bist scheiße, Ren. Warum machst du das Blizzard einfach? Warum machst du solche Start-Areas? Ja, tschüss, Ido, ey. Winkler. Voll ausgebremst. Kurs. Ich habe keinen Bock. Keine Ahnung, ich setze dich hier morgen hin, Schatz. Du darfst mir dann die ganzen Rennen auf Gold fliegen, darfst das aufzeichnen. Have fun. Dann Scherz. Das hat keiner Scheiße. Und ich bin hier. Mit einer Ahnung, wie schnell ich überhaupt bin, weil ich ja noch nicht mal angekommen bin. Thank you.
Immerhin Silber beim ersten Versuch. Oh mein Gott, das war close to Gold. Was denn? Ja. Willkommen in meiner Welt. Warum machst du das denn jetzt? Ja, aber warum machst du das denn jetzt? Ach, du willst sie überhaupt gar nicht machen. Was hattest du das letzte Mal gesagt? Jetzt ist ihm langweilig genug, um die Drachenrennen zu machen. Das hat er nicht gesagt. Hast du wieder nichts zum Spielen, oder was, Schatz? Wie, du hast nichts zum Spielen? Meine Frau spielt Drachenrennen und sie streamt. Das ist die Aussage von Easter. Gold! Oh mein Gott, hau! Ah, da muss ich ja das andere nochmal versuchen, auf Gold zu machen hier. Zu langsam. Welcher NPC? Nö, immer noch kein Gold. Immer noch kein Gold, aber eine neue Bestzeit. Nö, die 2 Sekunden finde ich nicht. Gut, nächstes Rennen. Was fehlt mir? So, machen wir erst das und dann das andere, was ich mir gerade anzeigen lassen habe. So. Meta-Volk, ich komme. Es wird kein Silber sein. Es ist zum... Aber hey, dann habe ich das fertig und dann mal gucken, wann ich den... Meter Erfolg auf Gold macht.
Ja, ich versuche das Rennen jetzt noch zu Ende zu kriegen. Vielleicht wird's da wenigstens Bronze und ich verkack mich irgendwo unterwegs noch. Ich hab das jetzt gerade verkackt mit der Kamera. Keine Ahnung, wie ich meine Maus gerade bewegt habe für die Kamera. Scheinbar gar nicht. Nein, ich hab's zu früh gedrückt. Och, Alex. Warum machst du denn sowas? Und zweimal einfach komplett vorbeigeflogen. Good job, Alex. Good job. Du solltest vielleicht irgendwas anderes spielen. Okay, Leute, hier ist der Call. Wir müssen ein einfacheres Spiel für mich finden, was ich spielen kann, was euch unterhält. Vor allem, vielleicht soll ich auch erstmal noch einen Deutschkurs besuchen. Und nein, Schatz, du darfst jetzt nicht mit mir reden. Du musst es mir schreiben, damit der Chat auch weiß, wovon du redest. Hello Kitty Online gibt es, glaube ich, nicht mehr, Schatz. Nein, ich bin durch eine Kugel geflogen. Fuck. Farm will? Ich glaube, Pokémon ist zu komplex für mich, Schatz. Ich glaube, da bist du auf jeden Fall. Farmville. Warte mal, ist Farmville nicht ein Facebook-Spiel gewesen? Harvest Moon kenne ich nicht. Nein, kenne ich nicht. Habe ich nie gespielt, kenne ich nicht. Also, Chat, Vorschläge dafür, dass Muran ein einfacheres Spiel spielt, was euch noch unterhält. Damit die alte Oma nicht mehr so versagt. Wow, ich habe mich selbst alte Oma genannt. Was ist denn meine Oma dann? Meine Mutter. Meine Oma existiert nicht mehr, außer meiner Stiefoma. Alte Menschen sterben. Ist sad, aber ist leider so. So, also welches Videospiel schlagen wir jetzt vor? Komm schon. Irgendwer muss doch irgendeine Idee haben. Gerne. Ja, Bock, ist okay. Schatz, such lieber Videospielvorschläge. Ich kenne Harvest Moon nicht. Und das klingt so, als wäre das 300 Jahre alt. Ja, auf dem Gameboy. Toll. Ich habe keinen Gameboy. Wie soll ich denn ein Gameboy-Spiel streamen? Sag jetzt nicht Emulator. Neues Ding von Harvest Moon. Ich könnte hier das neue Parkspiel spielen. Park Beyond heißt es. Das könnte ich spielen. Meint ihr, das schaffe ich? Nein. Für einen Parkaufbau brauche ich logisches Denken, hat er gesagt. Was ist das Geld jetzt für das Videospiel? Ah,
Hat er mich gerade schon richtig schön beleidigt, ne? Hey, ich habe den Kurs endlich abgeschlossen. Und es war auch noch Gold! Easy Clap! Ja, läuft bei mir. Erstmal 10-mal den Kurs nicht abschließen und dann Gold. Danke! War bestimmt irgendein Blitzarbeiter gerade hat mir zugeguckt und hat gesagt, ja komm, die kriegt jetzt einfach Gold, egal ob es Gold war oder nicht. Hatte Mitleid. Nein, ich glaube nicht, dass das so funktioniert, aber hey, man kann ja mal ein bisschen rumschwimmen. Oder nicht? Headshots. Wow, du musst noch alle Kurse machen? Nein! Gerade, ich bin vorbeigeflogen. Schon wieder durch eine Kugel geflogen. Wenn ich nicht durch eine Kugel geflogen wäre, es bestimmt Gold geworden. Safe. Kann eh keiner beantworten, weil weiß keiner. Nein, ist schon wieder zu wenig Vigorek. Fuck my life. Mano. So eine Kacke mit dieser Wacke. Kacke. Oh, vor allem Wacke, was auch immer das sein soll. Und ein bisschen wie Schlacke. Jetzt Schatz. Weiß. Nein, warum war denn da jetzt eine scheiß Feuerkugel? Du bist Kacke.
Ja! Martin, ja! Gesundheit. Ich mache gerade seit Runden die gleichen Fehler. Immer wieder die gleichen. Weiß nicht, 10 Versuche, um den Kurs überhaupt abzuschließen oder was, Alex? Den Kurs endlich abgeschlossen. Und ist gar nicht mal so schlecht. Endlich. Also. Aber fast Gold. Wow, ich bin gegen diese Fuckfeuersäule geflogen. Scheiße Box. Thank you.
Oh, ich habe meinen Gegner direkt damit gekillt. Geil. Also nicht geil, weil jetzt komme ich halt nicht mal mehr an wahrscheinlich. Ach, scheiße, schon wieder in die Kugel rein. So, letzter Versuch auf Gold und dann mache ich den, das Meta-Achievement fertig und dann habe ich keinen Bock mehr. Dann gehe ich offline, dann gehe ich duschen und weinen oder so. Klingt das nach einem guten Plan? Ich finde schon. Durch eine Feuerkugel geflogen. Aber wenigstens komme ich jetzt noch mal an. Ja, ich glaube nicht, Tavi, ich glaube nicht. Kommt da jetzt deine blühende Fantasie durch, ja?